noch nicht bereit. Doch, kann man schon so richtig meinen. Ich bin dein Enkel. Klein. Du bist so klein? Ja. So klein, aber fein. So, was machen wir heute? Zu deiner Mama fahren. Ja, und was machen wir da? Quatschen. Über Gott und die Welt. Ja, das wahrscheinlich auch. Und aber Babysachen gucken. Ja. Und ich schraube ein bisschen am Auto und... Ja, also der Hauptplan ist... Nein, ja, wir gehen mit den Hunden spazieren. Spannend. Nein, der Hauptplan ist, wir gehen in den Keller und gucken mal, was da noch so ein Babyzeug rumsteht. Ja. Gut, dass wir da mit dem Dörtchen fahren, oder? Ja. Dann kommen wir auch ordentlich rein. Da steht auf jeden Fall ein Kinderwagen und ein Laufstall. Das gucken wir uns alles mal an und vielleicht können wir ja ein bisschen mitfilmen. Schon was mitfilmen und mitnehmen. Ja. Und was ich unbedingt mitnehmen will, was soll ich schon sagen? Ich habe da was vor. Ich habe letztens schon gesehen, da liegt noch eine alte Puppe. Ich passe nicht ins Bild, du bist so groß. Ich kann auch. Ich habe gezoomt. Hallo, willkommen da unten. Schau mal, der Vorhang leuchtet voll schön. So, da liegt noch eine alte Puppe von meiner Schwester und die hat auch Windeln und ich würde mir gerne mal anschauen, wie Xarok so völlig ohne Ahnung versucht, ein Baby oder beziehungsweise eine Puppe zu wickeln. Ja, ich auch. Und das würde ich dann gerne filmen, weil das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Mal schauen, ob das was wird. Und irgendwann in den 10 Jahren zeige ich dem Kind, wie was für Gefahren vor ihm bestanden. Ja, wie viel Wissen ich hatte. Ups, Bein ausgerissen. Hups. Ja, Gott sei Dank war es nur eine Puppe. Ja. Okay. Deshalb ist es Sinn, macht zu üben. Ich bin bereit. Die Hunde sind bereit. Bist du auch bereit? Ich habe eigentlich auch schon fast alles zusammengepackt. Ja, all dein Werkzeug eingepackt. Ja. Okay. Na, dann lass uns fahren. Dann sind wir im Keller wieder. Fun Fact am Rande. Ich krieg meine Jacken nicht mehr zu. Die gehen nicht mehr zu. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, jetzt Ende des Winters noch extra eine Winterjacke zu kaufen. Das ist einfach zu dick. Der Pulli passt auch kaum noch drüber. Aber keine Lust, neue Jacken zu kaufen. Ich habe zum Glück hier noch so eine alte schwarze, die mir eigentlich zu groß ist. Die lag die ganze Zeit im Schrank. Wieso ist dieser Spiegel so dreckig? Die werde ich jetzt anziehen, weil sonst wird mir zu kalt beim Spazierengehen. So, die gefällt mir zwar nicht so gut, weil die so schlabbrig ist, auch an den Armen, weil mir die eigentlich wahrscheinlich 2-3 Nummern zu groß ist, aber die geht wenigstens noch zu. Passt sogar der Schal noch mit drunter. Xarok hat schon mal das Auto gestartet. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Da werde ich jetzt gleich mal runtergehen. Seid ihr bereit? Leo ist bereit. Amy, wie sieht's mit dir aus? Kommst mit? Komm. Ist es. Dum, dum. So. Keller. Was habt ihr gefunden? Boah, okay. Also ich war gerade eben draußen schrauben am Auto, habe die Türen gemacht, weil das Schloss ging nicht mehr. Das habe ich jetzt ausgetauscht. Und währenddessen haben die hier ein Bobbycar. Das ist was für mich. Genau. Haben sie Sachen gefunden. Irgendwie hier ein Laufstall, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Decken vielleicht? Keine Ahnung. Also es ist alles Zeug von der Kerstin, Selin, also die Schwester von der Kerstin. Und ja, wahrscheinlich vom Stefan auch. Genau, lauter ja, Zeug aus ihrer Kindheit. Und das müssen wir ja nicht wegschmeißen. Ist ja noch gut, ne? Hier. Da wird er sich freuen. Genau, das müssen wir ja dann nicht wegschmeißen. Ich glaube, drin sind sie fertig oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall nehmen wir das wohl heute alles mit oben stehen und im Kinderwagen. Ja, ich gehe jetzt hoch was trinken. Und vielleicht finde ich auch noch was zum Essen. Ich habe nämlich Hunger. Ja, let's go. Ja, wir fahren gerade nach Hause. Man sieht hinter uns ganz viel Zeug. Alles 2 Meter, alles ist drin, was wir geplant haben mitzunehmen. Wir fahren ein bisschen langsam. Hinter uns bildet sich eine leichte Schlange. Ja, mein, das Auto ist alt, das darf das. Das darf das, ja. Ja, wir fahren 80 so lange. Die Hunde, krieg ich das jetzt hier so drauf? Die Hunde müssen hier vorne sitzen, Leo darf in der Mitte sitzen, Amy sitzt auf meinem Schoß. So passen wir alle noch irgendwie ins Auto rein. Oh, so weit weg. Ja, genau. Und wir verhungern gleich. Ja, es gibt jetzt Schnitzel. Mach jetzt gleich. So. Wir wollten nur mal updaten. Bleib echt.
Alles voll. Ja? Alles voll. Man sieht, glaube ich, nicht so viel. Vielleicht hätte ich auch warten sollen, bis er eingeparkt hat. Boah. Da vorne sitzt der Fahrer. Da geht's schon los hier. Rücksitzbank, alles voll. Das Spiegel, leider, man sieht nicht so viel. Wer hat das Auto so voll gepackt? Na, eigentlich meine Mutter, gell? Wolltest du die Schaukel schon mitnehmen? Und das Schaukelpferd? Ja! Ah ja, kein Problem. Müssen wir das später nicht mehr machen, gell? Ja, nein, passt ja. Hat ja auch Platz bei uns auf dem Dachboden. Ja, ich will da rein. Ich will da rein. So, neuer Tag. Lass uns mal das Auto ausräumen. Das haben wir gestern nämlich nicht mehr gemacht. Nein, weil wir fast verhungert sind. Und es war schon dunkel. Ja. Ist ein bisschen ungünstig. Und draußen im Ort vergammelt es ja nicht. Nee. Ich habe nur 3 Tüten schon mal mit nach oben genommen. Bin gleich da. Ja. Da hat meine Mutter schon mal irgendwie alles Mögliche. Da haben wir zum Beispiel eine Bürste für Fläschchen, Stilleinlagen, so Sicherheitsnadeln, die extra sicher sind für Kindersachen. Sowas hat meine Mutter mir schon alles mal zusammengesammelt. Da ist noch eine Puppe drin, wir haben ja erzählt, ich will Xarok mal ein Baby wickeln lassen. Das hat meine Oma ganz toll verpackt. So verpackt man Babys nicht. Ja, und jetzt schauen wir mal, welche Ausbeute wir im Auto haben. Kommst mit, Amy? Ja. Ja, du auch. So, da steht da vollgepackt bis oben hin. Das spiegelt ein bisschen. Sieht man nicht so gut. Machen wir auf. Alles voll. Könnten mal von vorne hinten durchgucken. Leo, geh mal weg. Von vorne jetzt durchgucken. So, hier ist der Fahrersitz. Und wenn es hier hinten durchguckt, alles voll. Meine Schwester ist jetzt 18 Jahre alt. Wo willst du hin? Meine Schwester ist jetzt 18 Jahre alt, aber meine Mutter hat zum Glück sehr viel noch. Zum Beispiel, was ich hier schon sehe, das ist vom Laufstall. Ein Bobbycar. Da ist was vom Kinderwagen. Ja, schauen wir gleich mal, was da so für Schätze drin sind. Wir haben jetzt erstmal alles in die Küche geschafft. Ach du wie Scheiße. Wie das aussieht, boah. Und er riecht wie im Keller. Aber das ist schon krass, meine Schwester ist jetzt 18 Jahre alt und das ist alles noch übrig. Voll cool. Hast du das schon alles gesehen? So, auf dem Haufen noch nicht, ne? Ich will dir mal kurz zeigen, was da ist. Ja, zeig mal, was da so ist. Wo fangen wir an? Kinderwagen, einfach. Kinderwagen? Genau. Also, ein Kinderwagen. Schau dir mal die Reifen an, mega geiles Teil. Ja, voll die riesen Reifen mit Luft. Drin. Ein bisschen platt, aber das macht ja nichts. Das passt für uns super auf dem Land mit den Schotterwegen und so. Dann hier noch die Babywanne dazu für den Anfang. Und hier ist noch so Zeug. Fußsack, Winterlammfell-Fußsack, normaler Fußsack. Voll geil. Alles mal hier hinhauen. Das wäre ja auch voll Irrsinn, sowas wegzuschmeißen. Ich finde das voll cool, dass das aufgehoben der hat. Der ist mega geil. Ja. Der ist voll cool. Mega ist halt schweineschwer, den brauchst du nirgends mit hin. Nee, das habe ich jetzt auch nicht. Ich bin ja auch nur so ein bisschen erkältet irgendwie. Ich habe jetzt die Treppe hochgetragen und ich habe Kopfschmerzen. Dann hat sie hier noch ein paar Kissen. Für das Ding hier, oder was? Nee, für allgemein. Das Bettchen. Allgemein, genau. Ein paar okay. Kissen. So, schön. Genau. Dann hier der Laufstall. Ja. Yeah. Genau, mit schönem Bodendings. Boden. Und da ist, glaube ich, irgendwo sogar noch so eine Umrandung. Das ist komplett alles Laufstall. Das ist ein komplett Laufstall. Boah, okay. Dann haben wir hier so ein paar Spielsachen und Beschäftigungen. Dieses Ding hat meine Schwester zum ersten Geburtstag bekommen und die ganze Zeit haben nur mein Bruder und ich damit gespielt. Ich liebe es. Das ist echt cool, ja. Genau. Dann hier noch ein Becherchen und 2 alte Teller von meiner Schwester. Kann man auch schon. Hey, die kenne ich, glaube ich, auch noch. Das kann schon sein, ja. Krass. Was gut, das nicht, aber die Tellerchen. Ah ja. Die Spieluhr. War halt ein bisschen putzen, waschen. Eine alte Schaukel. Ja gut, wohin hängen? Ja, die kommt jetzt erstmal auf den Dachboden. Und dann die hängen wir dann oben in den Wald oder so, oder? Irgendwo einen geilen Platz. Wir hatten damals, mein Bruder und ich, wir hatten damals im Wohnzimmer eine Schaukel. Das war richtig geil. Das geht theoretisch natürlich auch, ja. Oder da hinten steht ein Baum, da dürfen sie bestimmt hin. Garantiert.
Genau, und dann Bobbycar. Bobbycar, das ist meine. Dann ich da reserviert. Steht Celine drauf. Das Kind wird aber nicht Celine heißen. Nein. Und dazu noch Stange. Zum Schieben, oder? Und Fahne. Ach, wie cool. Ja, Schaukelpferd. Schaukelpferd. Dauert zwar noch ein bisschen, da aber... Da ist die Umrandung für den Laufstall. Ach, das... Oh. Den kannst du hier hinstellen. Den ja, den kann man mitten in den Raum stellen. Die große Küche meinen Sinn. Ja, ja, das habe ich vorhin schon gezeigt, die ganzen Dinger da. Das sehr elegant eingepackte Baby. Baby. Mit viel, viel Zeug von deiner Mama. Genau, und hier. Also das so ist ja süß. Bastkörbchen, das ist noch von was, mir. Bastkörbchen? Ja, so ist Bast. Ach so. Da bin ich schon drin gelegen. Krass. Zeig mal. Ja, jetzt passe ich da nicht mehr rein. Das ist auch, keine Ahnung, von irgendeinem alten Kinderwagen, keine Ahnung. Das, okay. Ob wir damit was anfangen können, aber mal schauen. Boah, das ist voll süß. Ja, schau, mit so Elefantchen drin. Und das war dein Deckchen? Ja, Kissen. Und dein Kissen? Ja. Ach du Scheiße, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass die Riesenfrau da mal drin war. Riesen, sagst du zu dem Kleinen. Ja, voll süß. Wir haben ja auch so ein halb, also es gibt ja so ein Nestchen und wir haben so ein halbes Nestchen. Das kommt ja so super hier rein. Ja, ach so. Ja, genau. Das ist genau das Richtige für dich, Amy, ne? Stell dir mal vor, wie unser Kind da drin liegt und die zwei Hunde liegen dabei. Und die Amy legt sich oder so dazu, ja. Oh mein Gott, das wird voll süß. Noch ist es nicht gewaschen, noch darfst du rein, Amy. Ob sie riecht? Dass du da mal drin gelegen bist? Oh, meinst du, das kann man nach 30 Jahren noch riechen? Als ich Hund weiß Mensch. Nicht. Ich weiß nicht. Ich fand das eine Video auch so erstaunlich, dass der Hund da nach Stunden noch ja, den stimmt. Geruch verfolgen kann von der Person, wo die lang gelaufen ist. Also das ist schon krass. Okay, das wird Amys neues Körbchen. Die hat ja, doch, die hat eigentlich eigentlich. Ja. Ach ja, und dann, warte, ich muss dich mal ziehen, Amy. Rutsch mal zur Seite. Und hier wären noch Stofftiere drin. Oh, spannendes. Celine hatte ja auch relativ viele immer, gell? Der ist auch von mir. Und der ist auch von dir? Da kannst du Gürtel auf und zu machen. Sieht schon ein bisschen kaputt aus. Klettverschluss, oh, wie süß. Zählen. Zählen, Kaulachen. Schaut mal hier. 1, 10, 2, 10, 3. Dann kann sie schon binden ja, üben. Ja, genau. Hier ist noch ein Reißverschluss. Das ist sehr cool. Und da ist ein Knopf drin. Ja. Da ist ein Knopf drin? Da ist irgendwie ein Knopf drin, ne? Tatsache, da ist ein Knopf drin. Gut versteckt. Das ist ja cool. Und, ja, und hier ist noch so ein Clipsknopf. Cool, ja. Da kann, ah, da gehört der Knopf hin, schau. Ah, bei meiner Mama kommt nichts weg. Schon cool. Das war meiner. Das war deiner. Krass, oder? Wie, mein, das wird ja voll schön auch für dich dann, oder? Wenn da, ja, da unser Sohn dann ja, damit spielt. Oh. Und kuschelt. Voll krass. Ich meine, man sieht ihm an, dass er alt ja, ist. Ja, natürlich, aber. Ist egal. Ja. Das hier ist auch von mir. Okay, die finde ich hässlich. Ja, ich kenn's halt so meins. Das hatte ich auch schon als Kind. Das ist hässlich. Kind. Aber ich hatte es schon als Kind. Ja. Ja, es ist nichts Spannendes. Hier ist zum Beispiel noch so ein kleiner Finger. Oh mein Gott, wie süß. Die kenne ich jetzt das nicht. Das ist süß. So, keine Ahnung, ein Hündchen. Der ist süß. Ja. Glaube ich auch von der Selin. Meine Handpuppe. Selin hat echt viele, ne? Ja. Naja, also nichts mega Spannendes. Was ist das hier? Keine Ahnung. Ja, genau. Also, krass. Das muss ich jetzt alles waschen. Waschen, nämlich putzen. Definitiv nach ja. Alt und Keller. Ja. Und dann, ich habe keine Ahnung, wo ich das hier zum Beispiel hin tun soll. Das ist schon... Ja, weiß ich ja noch nicht. Aber wir... Also ich werde wahrscheinlich heute nach... eine, oh, wie süß. Eine weitere Strecke fahren. Oh, das Licht da hinten blendet ein bisschen. Eine weitere Strecke fahren und einen großen Schrank besorgen, dann hast du vielleicht wieder irgendwie vielleicht Stauraum für das Zeug. Das ist gut. Ja, ich glaube, wir können dann die ganze Wohnung umräumen. Ich glaube, wir können, ja, ja. Weil mir ist auch aufgefallen, im Schlafzimmer, ich habe noch gar keinen Platz für Babykleidung. Irgendwie muss ich da Platz für Babykleidung schaffen. Nee. Ja, auf jeden Fall voll cool, dass das nach 18 Jahren, teilweise nach 30 Jahren noch alles da ist. Ja, gut. Voll geil. Ja, sowas geht ja nicht kaputt. Nee. Stofftiere eigentlich auch nicht, wenn sie... Wenn keine Mäuse gerade dran kommen. Ich habe gerade voll Bock, den Laufstall aufzubauen. Macht nur halt überhaupt keinen Sinn. Nein. Aber wir können den ja mal so spaßeshalber aufbauen, weil das Stoffzeug muss ich eh waschen. Ja, ich freue mich, wenn der Geruch weg ist, weil der riecht schon alles ziemlich streng, das Zeug. Ich mach gleich mal das Fenster auf, warte mal. Ja, damit. Okay, ich mach mal. Damit? Tellio. Damit können wir jetzt eigentlich den Vlog auch beenden. Beenden.
Das war unsere Aktion von gestern. Schön hast du die Tür aufgemacht. Ich mache sie gleich richtig auf, ich stelle was davor. Super. Ich bin gar nicht so unbequem hier. Hm. Ja, ja, genau. So, ja. Das Zeug haben wir gestern alles aus dem Keller rausgekramt, ja, ins Auto geschafft, ging ja gerade so rein. Jetzt hier hochgetragen, so, ich bin jetzt schon K.O. Ja. Im 8. Monat 10-mal die Treppen hoch und runter laufen, ist anstrengend. Ist aber gut für die Beinchen. Ja, das bestimmt. Ja, jetzt muss ich irgendwie die Küche wieder freikriegen, damit noch wir laufen Hund können. Oh mein Gott, oh wie süß. Oh. Leo ist irritiert. Oh, sowas passiert selten. Das passiert echt selten, ja. Ja, hat sie dir ein Bussi gegeben, Leo? Ja, hat sie dir ein Bussi gegeben. Okay. Gut. So. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.